Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei im 5. Jahr aufgenommen wurden. Das Schuljahr beginnt am 1. September. Die ersten Materialien wurden für Sie abgeholt und werden Sie auf Ihrer Reise zum Schloss begleiten. Wie Sie sicher wissen, verbietet der Erlass zum vernunftsgemäßen Beschränkungen der Zauberei Minderjähriger die Anwendung von Magie durch Personen unter 17 Jahren außerhalb der Schule. Aufgrund ihrer besonderen Umstände hat das Ministerium jedoch kulanterweise zugestimmt, dass Professor Eleazar Fick ihnen dabei hilft, ihre Zauberkünste zu verbessern, bevor er sie von London zum Schloss begleitet, wo sie am Festmahl und der Einführungsfeier teilnehmen werden. Mit freundlichen Grüßen, Matilda Weasley, stellvertretende Schulleiterin. Ja, und hier sind die Voreinstellungen. Mal schauen, was dann so in etwa in unsere Richtung geht. Kann man die? Ja, man kann die auch drehen. Perfekt. Ja, das sieht sogar noch besser aus. Da sind die Haare nämlich was offener. Ich habe es zwar nicht ganz so lockig, aber das ist schon doch sehr gut in meine Richtung. Mal schauen, was wir hier alles so machen können. Wir können Gesichtsbekleidung, was auch immer das sein soll. Also wahrscheinlich nur, wie das Gesicht generell aussieht. Wobei das ja auch ganz hübsch aussieht, so wie es jetzt gerade ist. Hautfarbe, naja gut, können wir ein bisschen heller machen. Das ist nicht heller, sondern das hat irgendwie jetzt alles gerade ein bisschen verändert. Ich weiß nicht. Das ist ein bisschen heller. Ja. Oder? Das ist jetzt so nah dran, aber ich denke, das kommt so in etwa hin. Dann kann man noch mehrere Frisuren hier aussuchen. Das gleiche gibt es dann auch nochmal mit Pony und einige andere. Ist eigentlich doch schon eine ganz gute Auswahl. Ah, Moment, Haarfarbe kann man auch aussuchen. Sehr schön. Ich hoffe, die haben auch mein... Achso, das kann man nur schrittweise hier. Ich hoffe, die haben auch mein Lila da. Sieht aber nicht danach aus. Ja, das kommt dem schon relativ nah. Das ist jetzt eine ganz andere Farbe, so wie es aussieht. Das ist nochmal ein Ticken dunkler. Ist aber so eigentlich in die Richtung. Ja, doch. Ich nehme jetzt mal einfach das. Ich denke mal, besser wird es nicht gehen von der Farbe her. Sommersprossen und Muttermale. Ich habe zwar ein Muttermal zugegebenermaßen, allerdings komplett auf der anderen Seite. Soll aber nicht drin sein. So, genau, so ist es raus. Okay. Dann die Augenfarbe, wenn er es denn mal annimmt. Ich habe natürlich braun. Das ist wahrscheinlich jetzt schwer zu erkennen. Kann man das vielleicht... Nee, das kann man nicht mit dem... Ah, nee, damit kann ich auch drehen. Okay, also mit den Schultertasten unten kann man auch ein bisschen drehen. Nee, andersrum. Ja, das sieht mir sehr nach braun aus. Das ist okay. Das ist absolut okay. So. Dann Stimme. Ein paar Spinnweben und etwas Staub. Nichts Beunruhigendes. Ich bin zwar noch Schülerin, aber ich bin vielleicht in... Das war wunderbar. Okay, das passt natürlich überhaupt nicht zu einer Frau. Dieser Unterricht gefallen. So, Schwierigkeitsstufe. Wir haben einmal Geschichte. Auf die Geschichte bezogen und mit minimaler Spielerherausforderung. Dann leicht, eine kleine Spielherausforderung, normal eine ausgewogene Spielherausforderung und schwer eine anspruchsvolle Spielherausforderung. Wir nehmen natürlich wie immer das Leichte, weil halt, ja, es ist halt nun mal so, man möchte ja die Geschichte spielen. Jetzt ist die Frage, geht das, wenn ich nur einen Vornamen reinmache? Schlafsaal, Hexe oder Zauberer, was soll denn der Schwachsinn? Natürlich bin ich eine Hexe, sonst wäre ich ja keine Frau. Beginne deine Reise. Ja, natürlich. Dann machen wir Gameplayerin Potter. So. Obwohl, das ist auch blöd. Wir machen es anders. Dann machen wir Zauberin Gameplayerin. Da ich meinen Namen ja nicht benutzen darf, was ich ehrlich gesagt ziemlich albern finde. Aber okay. Dann drücken wir mal auf Auswählen. Ah, dann sind wir wohl fast bereit aufzubrechen.
wirklich schade, dass wir nicht mehr Zeit mit Zaubern verbringen konnten. Sie haben unsere neuen Zauber sicher geübt. Jawohl, Professor. Tja, so schnell hat sich wohl noch niemand an einen Zauberstab aus zweiter Hand gewöhnt. Mit Ihrem eigenen werden Sie noch viel stärker sein. Danke, Professor Fig. Ich möchte Ihnen danken, dass Sie mir helfen, bevor das Schul... Eleazar! George! Schön, dass du trotz der eher kryptischen Beschreibung dieses Ortes hergefunden hast. Ich apparierte schon zu vageren Orten als diesem. Doch beim ersten Versuch habe ich mich wohl etwas verrechnet. Die Theaterbesucher am Westend dürften sich sehr erschrocken haben. Es ist so lange her, als deine Eule ankam, also ich... Lieber nicht hier, Eleazar. Natürlich. Sprechen wir auf dem Weg nach Hogwarts. Uns erwarten ein Festmahl und eine Einführungsfeier. Grandiose Idee. Solange dein junger Schützling hier nichts dagegen hat. Überhaupt nicht, Sir. Nach Ihnen. Ewig her, dass ich im Schloss war. Wäre gut, den alten Steinhaufen wiederzusehen. Ach so. Verstehe. Ja, und damit dann endlich hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel von Warner Brothers, nämlich Hogwarts Legacy. Ja, und zu meinem neuen Let's Play davon. Ich habe wie immer übrigens die Musik natürlich ausgeschaltet aus lizenzrechtlichen Gründen. Es tut mir leid, ich hätte sie auch gerne dabei gehört. Aber wer mich schon länger verfolgt, weiß, dass ich da leider des Öfteren Probleme mit hatte und das deswegen immer so handhabe. Gut, dich noch vor der Schottlandreise zu sehen. Gerade so. Und wer ist deine Reisebegleitung? Ein Neuzugang. Neu? Ja, Sir. Ich fange in der 5. Klasse an. Außergewöhnlich. In der Tat. Dass jemand so spät in Hogwarts aufgenommen wurde, hat man hier noch nie erlebt. Ich auch nicht. Aber da die anderen 5-Klässler ihre magischen Fertigkeiten schon seit 4 Jahren trainieren, bat mich der Schulleiter, den Neuzugang vor Semesterbeginn etwas auf Trab zu bringen. Nun, Sie haben Glück mit Ihrem Mentor. Professor Fig ist sowohl ein ausgezeichneter Lehrer, als auch ein erstaunlich kluger und begabter Zauberer. Mr. Osric neigt zu Schmeicheleien. Wahrscheinlich ein Grund, warum er es im Ministerium so weit gebracht hat. Hast du das gesehen? Oh ja, es herrscht Uneinigkeit darüber, wie gefährlich Runrock wirklich ist. Ich muss das Ministerium noch überzeugen, aber ich glaube, er ist eine ernste Bedrohung. Und es war deine Frau, Eleazar, die mich vor Monaten auf ihn aufmerksam machte. Miriam? Wie denn? Vor ihrem Tod schrieb sie mir von Renrock. Fragte sich, was das Ministerium über ihn wusste. Bevor ich antworten konnte, erhielt ich das. Es war das Letzte, was sie mir schickte, Eleazar. Es kam per Eule. Aber ohne Korrespondenz. Ich kann nur annehmen, dass sie es schnell losschicken musste, um es zu schützen. Vermutlich vor Renrock. Ich kann es nicht öffnen. Es wird durch wahrhaftig mächtige Magie geschützt. Das sieht wie Koboldmetall aus. Das Symbol. Was leuchtet da? Ich sehe kein Leuchten. Ich auch nicht. Dein Merlins Bart! Wie haben Sie... Halt! Wir müssen etwas... Festhalten! Thank you.
Verletzung? Oh. Sie sind verletzt? Nur ein bisschen. Nehmen Sie. Dieser Mega-Power-Tank bringt Sie schnell wieder auf die Beine. Clever eingefädelt. Übrigens, nur kurz am Rande, bevor ich weitermache. Die ganze Zeit hat mich das ein bisschen getriggert, dass ich nicht wusste, wer es war. Die Stimme von Osric scheint die gleiche zu sein wie Daniel aus Stargate. Was ist passiert? Armer George. Warum musste er... Was hatte das blöde Vieh denn? Eine Kutsche im Flug angreifen? Ein Drache würde niemals... Professor? Sir, wo sind wir? Ich bin nicht sicher. Aber das war ein Portschlüssel. Portschlüssel? Ein verzauberter Gegenstand, der einen an einen bestimmten Ort bringt. Ich fühle mich besser, Sir, falls Sie sich umsehen möchten. Ja, aber bleiben Sie bei mir. Wir wissen nicht, wer ihn erschaffen hat. Oder warum. Aber mal ganz ehrlich, Leute. Also meine Haarfarbe kommt in etwa hin, wenn auch, dass sie eigentlich dunkler ist. Aber die Schuhe, also die Klamotten, ich würde mich sowas... Ach, nee, also so würde ich mich nie anziehen. Sorry. Das sind richtige Oma-Schuhe. Wie weit hat uns der Portschlüssel geführt? Weiter weg von London, als der Wagen fuhr. Wir sind irgendwo im schottischen Hochland. Sir, diese Ruinen, glauben Sie... Der Portschlüssel sollte uns herführen? Das glaube ich. So haben wir beide uns den Tag sicher nicht vorgestellt. Aber Miriam hat George den Portschlüssel aus einem Grund geschickt. Und ich glaube, dass Sie und auch George bei der Suche nach dem, wohin er führen soll, starben. Nun, wenn es Ihnen gut geht und Sie nichts dagegen haben, ich würde mich gern umsehen. Aber natürlich, Sir. Gut. Lassen Sie uns hier nach einem Pfad suchen, wie verblasst er auch sein mag. Ja, meinen Tag hatte ich mir übrigens heute auch nicht so vorgestellt. Ich habe es ja schon überall gepostet. Steam hat es nicht auf die Reihe bekommen, die ersten zweieinhalb Stunden... Ja, das Spiel freizugeben. Also es war wirklich der blanke Horror. Es waren 61 Seiten nur Beschwerden auf Steam und Versuche natürlich auch, was man verbessern kann. Woher hatte Ihre Frau den Portschlüssel, der uns herbrachte? Eine gute Frage. So, ich kann laufen. Miriam hat jahrelang nach Beweisen für eine längst vergessene Form von alter Magie gesucht. Alte Magie? Ja. Eine mächtige Magie, die nur wenige beherrschten. Sie scheint vergessen worden zu sein. Schloss Hogwarts wurde durch sie errichtet und ist ein Hauptort dieser alten Magie. Ich weiß nicht, wie sie in den Besitz des Portschlüssels kam. Aber ich bin sicher, er hatte mit der Suche zu tun. Ah, da unten ist ein Pfad. Hier lang. Aber Sir, warum hat Ihre Frau nach Beweisen für verlorene Magie gesucht? Miriam wollte verstehen, warum so mächtige Magie aus der Welt der Zauberei verschwunden ist. Obwohl sie Gutes bewirken kann. Aber Magie ist nicht anders als jede andere Macht. Was wirklich zählt, ist derjenige, der sie ausübt. Ist das Eis? Es ist hier nicht kalt genug. Anscheinend ist es eine Art Verzauberung. Jemand wollte den Pfad blockieren. Schauen wir uns Ihr Können mit dem Zauberstab an. Fokus auf das Zentrum. Oh Gott. Okay, ja, und dann? Ach so. Nee, der Weg nach Hogwarts. Professor Fick und ich sind per Portschlüssel zu einer abgelegenen Klippe. Das ist eigentlich nur die Zusammenfassung. Zerstöre die Barriere. Ja, das ist schön. Ich tippe ja die ganze Zeit. Oder? Ach so, ich muss nur... Okay, ich habe es gedrückt gehalten. Natürlich. Ausgezeichnet.
Kriegt man das links jetzt nochmal weg, so wie es aussieht, nicht. Nutze deine Kamera, um ein aktives Ziel auszuwählen. Einige Spieler... Ach du Schande, bitte nicht. Mach diese scheiß Doppelpunkte weg. Einige Spieler bevorzugen es, Spieler auszuwählen und den Avatar mit demselben Stick zu bewegen, indem sie die kamerabezogene Spielerfassung in den Einstellungen deaktivieren. Hatte ich gesehen, müsste ich ausprobieren. Sagen wir es mal so. So, muss ich gedrückt halten. Das habe ich schon wieder vergessen. Mit dem rechten Stick, glaube ich. Achso, ich dachte, das da lag war was. Das war etwas holpriger als erwartet. Ah, okay. Ihr Können verbessert sich immer weiter. Ja, danke schön. Ich drücke zwar immer nur eine Taste, aber... Ich bin dankbar dafür. Sieht ja schon cool aus. Nur ich hätte gerne das links weg. Mann, wie kriege ich das denn jetzt wieder weg? Da oben. Ich will das nicht hier eingeblendet haben. Ah, jetzt geht's endlich weg. Weil eben kam irgendwie nur ein anderes Bild rein. Die Frage ist jetzt... Bekommt man hier irgendwas? Moment, er ist jetzt nach rechts gelaufen. Dann laufe ich gerne mal erst nach links, weil... Gerne mal Sachen... Das meine ich. Sowas meine ich. Das ist nämlich immer in solchen Spielen. Niemals direkt den Leuten folgen. Manchmal halte ich mich auch selber nicht dran. Ja, geh. Lauf, alter Mann. Lauf. Ich kann nicht laufen. Bleiben Sie ruhig. Reparo. Ich komme sofort. Ich will mir nur mal eben so die Umgebung angucken, weil man muss ja auch mal sagen, es sieht ja schon geil aus. Ich glaube, ich habe dieses Raytracing vergessen anzuschalten, wobei ich mir auch nicht sicher war, weil das wohl eine extrem hohe Anforderung haben soll, ob ich das wirklich anschalten wollte. Das ist so cool. Warum hat das jemand hier gebaut? Ich schätze, um fürchterlich zu sein. Der Portschlüssel hat uns hierher geführt. Halten wir die Augen offen nach etwas, das nicht hergehört. Das nicht hergehört? Ja, wir gehören nicht her. Soll ich jetzt auf dich schießen, alter Mann? Die Minikarte, ah, sehr schön, zeigt deine Umgebung an mit dir als, oh, passend zu mir, lilanen Pfeil, dankeschön, in der Mitte. Dies ist dein aktuelles Ziel. Ja, das ist klar. Halte nach oben gedrückt. Das habe ich auch schon festgestellt. Okay, das ist alles soweit in Ordnung. Das heißt, wir müssen quasi aber anders laufen, ne? Wir müssen außenrum. Oh, Hallöchen. So. Professor, die Statue. Vielleicht war dies ein Zuhause. Mhm. Mehr sagt er nicht. Okay, dann gehen wir mal zum Zielort. Ich würde ja gerne ausprobieren, ob man runterfallen kann, aber irgendwie auch nicht gerne. Okay, man kann nicht im Laufen schießen. Das ist dieser natürlich nicht so gut. Dieser verzauberte Kristallstein wieder. Was könnte er nur blockieren? Was ist das? Professor Fig! Oh, hallo! So, ich muss darauf hin warten. Wie seltsam. Warum sollte jemand diesen Stein hierher beschworen haben? Und wie kann dahinter ein Raum sein? Welcher Raum? Ich sehe da nichts. Wieder das Leuchten, wie auf dem Portschlüsselbehälter. Ich würde ja gerne interagieren, aber ich durfte ja nicht. Weck den Kobold auf. Herz. Oh, oh. Wo sind wir? Das glaube ich nicht. Ah,
Ach so. So eine Art Wächter? Oder beißt er mich gleich? Kobolde sind ja nicht gerade die freundlichsten. Hallo? Der Fingernägel. Unmöglich. Einen Moment. Willkommen bei Gringotts Zaubererbank. Verlies 12, nehme ich an. Ganz genau. Schlüssel? Hm? Der Schlüssel Ihrer Frau. Oh, ja, natürlich. Hier entlang. Bleiben Sie bei mir. Nach Ihnen. Lassen Sie Ihre Hände im Wagen, wenn Sie sie behalten möchten. Geht das nur mir so oder hat der wirklich unheimlich lange Arme? Hunderte. Auf dem Weg zu Verlies Nummer 12 sind einige davon zu sehen. Im Moment sind wir direkt unter dem Hauptfoyer. Diese Verliese sind am neuesten. Sind private Eingänge in die Bank für Gringotts normal? Eine Seltenheit. Nur jemand mit viel Geld oder Macht oder beidem könnte solch einen Dienst beanspruchen. Gut die Luft anhalten. Wie bitte? Der Wasserfall entfernt alle Verzauberungen. Eine Sicherheitsmaßnahme. Sie sind mit dem Diebesfall vertraut, wie ich sehe? Hab ich gehört. Hier befinden sich die unteren Verliese. Wie tief geht es denn? Verlies Nummer 12 wurde kurz nach Gringotts Gründung vor 400 Jahren in Dienst gestellt. Es befindet sich im tiefsten Teil der Bank. Festhalten, ein gutes Stück liegt noch vor uns. Verlies Nummer. Verlies 12. Ein großer Tag. Weiterfahren. Das Armband, das der Kobold trug, hat geleuchtet. Wie das Leuchten auf dem Portschlüsselbehälter. Nein, dunkler. Es war auch auf dem Halsband des Drachen. Wie meinen? Wir haben uns über den Kobold da hinten gewundert. Er wacht über den ältesten Bereich der Bank. Kaum Besucher dort heutzutage. Da sind wir. Du darfst gehen, Mädel. Wann wurde dieses Verlies zuletzt genutzt? Jahrhundertelang war ein Kobold an meinem Tisch stationiert. In all der Zeit war niemand je in Verlies 12. Bis zum heutigen Tag. Verlies 12. Vielen Dank für Ihre Hilfe.
gerade schon was geleuchtet. Jetzt ist es weg. Hä? Was meinen Sie, wonach wir suchen sollen? Ich weiß nicht. Sir, vielleicht können Sie... Laut den Anweisungen für Verlies 12 soll ich dem Besitzer des Schlüssels Zugriff gewähren und dann die Tür schließen. Halt! Erfolg. Also, vielen Dank. Das kam jetzt wirklich unerwartet. Ich muss denken. Hier muss doch irgendetwas sein. Revelio vielleicht. Revelio? Ja, ein Enthüllungszauber. Jetzt wäre er gut. Schauen wir mal, was wir übersehen. Zauberstab bereithalten. Oh Gott, was muss ich denn... Achso, halte... Ich habe mich nur noch rechts drauf konzentriert, nicht links. Halte deinen Zauberstab mit L fest und bewege ihn entlang des Pfades des Symbols, um den Zauberspruch zu lernen. Drücke den entsprechenden Befehl, wenn du dazu aufgefordert wirst, um die Bewegung deines Zauberstabs entlang des Pfades des Symbols zu beschleunigen. Achso, muss ich L reingedrückt halten? Nee. Nee, nee. Okay, muss ich nicht reindrücken, geht so. Ich bin Profi. Revelio. Da, da war etwas. Etwas näher und probieren Sie es nochmal. Kein Problem. Achso, jetzt muss ich nach oben drücken. Ändert sich das jetzt immer? Nein. Eine Tür. Muss ich doch mal links. Ah, ein Anfang. Da ist das Symbol wieder. Ich schätze, Sie wissen nicht, wie man... Doch, Professor. Das Symbol leuchtet genauso wie das auf dem Portschlüsselbehälter. Falls sich Ihnen ein Weg offenbart, wage ich zu behaupten, wir haben das Geheimnis des Verlies entdeckt. Gehen Sie vor. Kein Problem. Ich war übrigens ein bisschen irritiert, weil links ständig dieses blöde Kreuz reinkommt, aber ich habe gesehen, rechts sind die Zauber, die wir brauchen. Lumos! Das ist kein normales Verlies. Wir müssen uns den Weg hier heraus verdienen. Was meinen Sie, unseren Weg heraus verdienen? Glauben Sie, das ist eine Art Test? Genau. Aber den Zweck kenne ich nicht. Mir nach. Es gibt kein Disapparieren, wenn etwas schief geht. Nicht aus Gringotts. Ja, dann laufen wir ein bisschen schneller hier. Ups, Entschuldigung. Ich wollte dir nur rausholen, falls uns was angreift. Können wir nicht mal... Ich höre hier doch irgendwas. Können wir nicht mal links gucken, ob das Truhe oder so ist? Ich sehe da vorne etwas. Was ist es? Das Leuchten wieder, aber auf dem Boden. Als ich zum Leuchten gegangen bin, schien es, als würde der Boden sich unter mir drehen. Geht es Ihnen gut? Ja, Sir, mir geht's gut. Sie haben den Boden anscheinend verändert. Die Statue. Welche Statue? Ich sehe eine Art Statue, aber nur als Spiegelbild auf dem Boden. Hunu? Ich will mich nicht entscheiden müssen. Wenn ich mich entscheide, dann mache ich wieder irgendeinen Blödsinn. Es muss einen Grund für dieses Spiegelbild geben. Ach so, ja, wir haben ja den Zauber. Moment, da muss ich aber ein bisschen Abstand halten. Nicht, dass der uns angreift hier. Ach, Revelio. Sollte ich vielleicht denke, nicht das auf... haben Sie als Spiegelbild auf dem Boden gesehen. Das stimmt. Das Spiegelbild ist noch da, aber die Position der Statue passt nicht. Halt, als Sie sich bewegt haben, hat das Spiegelbild sich zum Licht gedreht. Hm... Vielleicht hilft hier ja Lumos. Sehr schön. Ich sag doch, absoluter Profi. So, du hast den Lichtzauber Lumos erworben, der automatisch deinem Zauberset hinzugefügt wurde. Lumos erzeugt ein Licht an der Spitze deines Zauberstabs, damit du in dunklen Bereichen besser sehen kannst.
Muss ich jetzt RT? Achso, da. Ich gucke schon wieder nur nach rechts und sehe das in der Mitte wieder nicht. Halte RT gedrückt und tippe auf Y, um Lumos zu wirken. Okay, also quasi schießen und Lumos. Y sehr drücken. Gut. Okay. Und jetzt dreht sich das Spiegelbild Moment. Zu mir. Ah, ja. Es okay, folgt wirklich dem Licht. Na komm, komm. Fast. Oh, ich wusste, ich habe wieder Scheiße gebaut. Ich habe Scheiße gebaut. Achtung! Rotero! Accio! Descendo! Levioso! Depulso! Hilfe! Expulso! Levioso! Kann ich dir das nicht kaputt machen? Expulso! Depulso! Levioso! Hallo? Kommen Sie! Ja, ich bin hier! Wohin? Los! Jetzt beweg dich! Professor? Professor Fig? Professor, wo sind Sie? Das Hallo? Ist nicht gut. Nein. Ach so, ich kann das ja. Ja, stimmt Lumos. Ja. Ich sehe jetzt aber gerade auch unten kein Ziel. Wohin soll ich nur gehen? Ja, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, Was aber... Was ist hier los? Die Spuren der Magie scheinen mich irgendwo hinzuführen. Ich habe jetzt eher unten drauf geguckt, weil der Norden so ein bisschen markiert war. Ah, dorthin führen sie mich. Das Leuchten wieder. Nein, bitte nicht. Nicht nochmal neu. Muss ich das jetzt alleine machen, oder was? Achso, nee, erstmal. Rebellio, ich bin wohl auf mich allein gestellt. Lumos. Oh nein. Ich hasse euch jetzt schon. Achso. Ah, ich muss mehrere. Okay. Reicht das, wenn ich hier stehe? Ja. Ich habe wohl keine Wahl. Ich werde mir meinen Weg hier herauskämpfen müssen. Halte Y während Protego gedrückt, um Gegner mit einem Stupor-Konter zu betäuben. Also Y drücken und dann Y gedrückt halten oder direkt gedrückt halten, das ist die Frage. Betäubte Gegner nehmen mehr Schaden, nehmen extra Schaden, der durch goldene Zahlen angezeigt wird. Wir versuchen es einfach mal. Protego! Hallo, schieß! Protego! Stupor! Ah, jetzt! Ja, so ganz hat es jetzt nicht geklappt, aber es hat zumindest einmal geklappt, indem ich es festgehalten habe, glaube ich. Jetzt hat eh gerade kurz geleuchtet. Ja, da soll ich anscheinend auch hin. Drücke L, um zu sprinten. Okay.
Achso, kann ich einfach durchgehen? Hallo, Professor Fig? Hallo? Na, da sind sie ja. Wir haben sie. Wo sind wir hier? Ich weiß es nicht. Ich habe das gefunden, schwebend über dem Becken. Es ist mehr als das. Ein Denkarium, um Erinnerung zu sehen. Mal sehen. Kopf runter. Alles ist bereit. Und der Portschlüssel? Ist gut versteckt. Ich frage mich, ob der von uns erschaffene Pfad unmöglich nachzuverfolgen ist. Es ist nur möglich für jemanden, der die Spuren alter Magie sieht, so wie ich. Ihre Fähigkeit zu sehen, was andere nicht können, wird nicht ausreichen. Wir vertrauen der Person, die sich auf die Reise wagt, mächtige Geheimnisse an. Wissen, das andere unbedingt besitzen wollen. Ja. Und wenn wir recht haben, Charles, dann ist die Hexe oder der Zauberer durch Abschluss der Prüfungen würdig, das Wissen und die dazugehörige Verantwortung zu erhalten. Wir haben alles getan. Das sehen Sie also. Das Leuchten. Das sie umgibt. Ja, Sir. Erstaunlich. Sehe ich etwa Magie? Spuren alter Magie genau genommen. Die Magie, die Miriam immer für möglich gehalten hat. Aber nee. Miriam und vielleicht George starben auf der Suche nach jahrhundertelang vergessenem Wissen. Und sie... Scheint mir, sind der Schlüssel zu all dem. Wir... Das sieht aber ganz anders aus als gerade eben noch. Da kommt jemand. Wer war das? Ich weiß nicht. Aber Sir, Sie sollten nicht hier sein. Wusste ich's doch. Ranrock. Mein Ruf scheint mir vorauszueilen. Ich dachte schon, niemand schaut je in Rackhams Verlies vorbei. Und warum sind Sie hier? Nicht doch. Gebt mir einfach, was ihr gefunden habt. Dann lassen wir die Vergangenheit ruhen. Sir, Sie hatten den Verliesschlüssel. Sag jetzt nichts Unüberlegtes. Das soll nur heißen, dass die Anweisungen für Verlies 12 deutlich waren. Sir, es tut mir leid. Nur die Person mit dem Schlüssel hat Zutritt und Sie hatten keinen. Ich habe keine Geduld für Verräter. Nun, wo waren wir? Ich gebe Ihnen gar nichts. Tja, vielleicht ist ja die junge Dame hier hilfsbereiter.
So ein mächtiger Kobold. Meine Magie scheint ihn gar nichts anzuhaben. Wo sind wir? Unmöglich. Die Leute hinter dem Denkarium, dem Medaillon und dem Zugang dazu wollten jemanden mit ihren Kräften hierher locken. Los, die Einführungsfeier wartet auf uns. Einführungsfeier ist noch im Gang. Ich bin kein Experte, doch das scheint angemessener. Nun, ich muss das Medaillon schnellstens untersuchen und dem Ministerium Bescheid geben. Ich muss ihnen von George erzählen und sie vor Renrock warnen. Ich bitte sie, dass wir alles, was vorgefallen ist, für uns behalten. Natürlich, Sir. Danke. Bereit für die Einführungsfeier? Phineas Nigellus Black. Gleich treffen Sie den Schulleiter. Fig, schön, dass Sie auch hier sind. Die Einführungsfeier ist vorbei. Es gab Komplikationen. Komplikationen? Nun, das Koboldproblem scheint... Kobolde, ich habe keine Zeit für Gerüchte, Fig. Und bald reißt auch mein letzter Geduldsfaden. Wenn Sie Glück haben, bekommen wir Sie heute Abend noch einem Haus zugeteilt. Ich melde mich. Professor Weasley, noch jemand für die Auswahl? Willkommen. Sie kommen gerade recht. Bitte setzen. Oh Gott, die Stimme kenne ich doch. Ah, ja. Du bist etwas älter als die anderen, nicht wahr? Du hast bereits gewisse Vorlieben und Vorstellungen. Bestimmte Erwartungen. Ja, ich würde sagen, ich freue mich auf jeden Fall auf den Unterricht. Ich freue mich darauf, die Professoren zu treffen und so viel wie möglich in Hogwarts zu lernen. In der Tat. Hogwarts hat motivierten Schülern viel zu bieten. Und was du im Unterricht lernst, bereitet dich auch auf Herausforderungen außerhalb des Klassenzimmers vor. Interessant. Du hast vor kurzem erfahren, dass du eine seltene Fähigkeit besitzt. Ich spüre wachsenden Ehrgeiz. Ein Streben nach Macht. Vielleicht gehörst du nach Slytherin. Nein.
Also, ich muss dazu sagen, den Scheiß hat die Online-Seite, also von Warner Brothers Games, auch gesagt. Ich habe keine Ahnung warum, weil ich überhaupt nichts geantwortet habe, was überhaupt auf Slytherin irgendwie zutrifft. Hier steht es auch nochmal, Haus Slytherin, bekannt für Gerissenheit, Ehrgeiz und das Streben nach Macht. Habe ich überhaupt nichts in der Richtung. Also Ehrgeiz, klar, aber nicht irgendwie das Streben nach Macht oder sonst was. Dann möchte ich natürlich ein anderes Haus auswählen. Jetzt gucke ich sogar zweimal nach, ob ich jetzt die richtige Taste drücke. Da gibt es dann einmal Haus Gryffindor, bekannt für Tapferkeit, Mut und Ehre. Mit dem Löwen als Wappen. Dann der Dachs Haus Hufflepuff, bekannt für Geduld, Treue und Fleiß. Dann der Adler Haus Ravenclaw, bekannt für Intelligenz, Kreativität und Scharfsinn. Und natürlich die Schlange Haus Slytherin, bekannt für Gerissenheit, Ehrgeiz und das Streben nach Macht. Das hatten wir ja gerade schon mal. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe euch ja alle mal gefragt also eigentlich überall. In Twitter habe ich gefragt und in meiner Community-Seite habe ich gefragt, welches Haus ich wohl wählen würde. Ich bin ganz ehrlich, normalerweise würde ich sagen Gryffindor. Tapferkeit, Mut und Ehre passen natürlich auch. Aber ein bisschen davon geleitet, wie das Ganze optisch aussieht, bin ich ganz ehrlich. Und natürlich auch von dem, was drinsteht, tendierte ich dann letztendlich zwischen Hufflepuff, Geduld, Treue und Fleiß. Wobei ich dazu sagen muss, dass die auch sehr für Kräuterkunde stehen. Und die Mitglieder sind halt eben ehrlich, freundlich und es gibt einen großen Zusammenhalt. Und das ist eigentlich das, was so wirklich absolut perfekt auf mich passt. Und auf der anderen Seite habe ich auch tendiert zu Ravenclaw, weil ja halt diese ganze Weisheit, Gelehrsamkeit, Scharfsinn, setze ich mal in Klammern, Neugierde auf jeden Fall und auch die Kreativität. Übrigens, wer das jetzt noch nicht wusste oder das vergessen hat, da kam ja Luna eigentlich her. Luna Lovegood. Und fast ist auch Hermine dahin gekommen. Ja, was meint ihr jetzt wohl, wofür ich mich jetzt entschieden habe? Also es ist wirklich so eine 50-50-Entscheidung. Optisch fand, oder das Wort Ravenclaw fand ich eigentlich sehr viel besser, wegen dem Raben auch. Ja, und natürlich auch diese ganze Sache mit der Kreativität und so weiter. Aber alleine, ich weiß, angeblich soll es das schlechteste Haus in Anführungszeichen von Hogwarts gewesen sein, was aber nicht ganz stimmt, ebenso wenig wie das Slytherin nur, ja, die Bösen, sage ich mal, aufnimmt. Das stimmt auch nicht. Wobei natürlich viele, die irgendwo, ja, angeeckt haben oder so, auch in dem Haus drin waren, verständlicherweise. Wobei ich denke, das gab es auch bei Gryffindor beispielsweise, dass da auch so das ein oder andere schwarze Schaf, sage ich mal, drin war. Also alleine wegen Kreativität, Intelligenz und Scharfsinn müsste ich eigentlich Ravenclaw nehmen. Aber weil ich gesehen habe, wie geil dieser Aufenthaltsraum aussah und noch dazu natürlich Treue und Fleiß. Gut, Geduld ist immer so eine Sache. Möchte ich etwas gerne haben, habe ich weniger Geduld. So grundsätzlich. Aber die Sache mit der Kräuterkunde hat mich auch sehr, sehr fasziniert, dass die Leute ehrlich sind, dass die Leute freundlich sind und dieser große Zusammenhalt. Und ja, deswegen nehme ich heute mal den Dachs und gehe nach Hufflepuff. Und deine Loyalität gegenüber einem Freund ist der Grund für dein spätes Erscheinen heute. Ja, achso, ich muss es nochmal annehmen. Dann sei es Hufflepuff! Oh, und eine Sache noch. Aufgrund der unglücklichen Verletzung im letzten Finale wurde die Quidditch-Saison für dieses Jahr abgesagt. Ruhe, Fliegen allgemein ist ja nicht verboten. Aber bringen Sie mich nicht dazu.
Sie sollen sich auf ihre akademische Zukunft konzentrieren und haben vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun. Ich sagte, dass sie vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun haben. Was für ein Auftritt. Schön, Sie kennenzulernen. Ich... Professor Weasley, bringen Sie unseren Neuzugang bitte zum richtigen Gemeinschaftsraum. Aber natürlich, Sir. Scheiße, ich weiß, welche Stimme das ist. Wie ich sagen wollte, ich bin Professor Weasley. Sehr erfreut. Ganz meinerseits, Professor. Als stellvertretende Schulleiterin gebührt mir die Ehre, Sie zum Gemeinschaftsraum zu führen. Hier entlang. Das ist die Stimme von Chuckys Braut. Schüler steigen normalerweise nicht als Fünftklässler ein. Dürfte nicht einfach werden. Aber das hat sie sicher noch nie aufgehalten. Richtig, Professor. Das wäre dann der Eingang zum Hufflepuff-Gemeinschaftsraum. Das ist der Eingang? Richtig. Ich werde es Ihnen erklären. Aber zeigen werde ich es Ihnen nicht, da ein kleiner Fehler bereits für eine Essigdusche reicht. Höchst unangenehm. Sie müssen an das Fass klopfen, zweites von unten, Mitte der zweiten Reihe, im Rhythmus von Helga Hufflepuff. Sehr gut. Jetzt gehen Sie rein und schlafen Sie gut. Morgen ist ein großer Tag für Sie. Ich hole Sie morgen vor der ersten Unterrichtsstunde hier ab. Danke, Professor Weasley. Gern geschehen. Genießen Sie Ihre erste Nacht auf Hogwarts. Gute Nacht. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.